Ja, wisst ihr, was geil wäre? Hm? Wenn wir einfach mal das berühmte Vampire Waves Pinkman Liquid, wo wir hier haben, oder Aroma oder wie auch immer, was wir für die E-Zigarette haben, das als Shisha-Tabak haben könnte. Pinkman als Shisha-Tabak. Das wäre geil, ja. Wäre interessante Idee. Jo. Geil. Ja, servus liebe Shisha-Freunde, willkommen zu einem neuen Video von einem Smokebuster-Team. Wunderschöne Grüße aus Oberfranken. Julia hat gerade gesagt, Pinkman als Shisha-Tabak. Also ich muss echt sagen, Pinkman ist für mich ein All-Day-Liquid. Und ich würde sagen, probieren wir es einfach mal aus, oder? Ja, Freunde, Experiment läuft. Pinkman Aroma, Original von Vampire Vape. Und eine kleine Tischwaage, beziehungsweise eine kleine Waage. Ein Zipper, eine Spritze und hier ein bisschen Tabak. Fangen wir an. Ich habe jetzt gedacht, so zum Ausprobieren eben einen Shot mit 30 Gramm und dafür hier richtig schön Eimer Tabak. Der Tabak ist geschmackslos, also neutraler, angefeuchteter Tabak mit Glycerin. Ist jetzt aber auch ein bisschen gröber, das ist ungeschnittener Tabak, deswegen ist der so grob. Hier Waage ist auf exakt 0. Sascha, hast du gut geeicht? Ja, das ist eine gute Waage, die geht echt sehr, sehr genau. Und ich habe es vorhin mit, also ich habe es letztes Mal, als ich das Ganze gemacht habe, mit 30 Gramm gemacht. Deswegen probiere ich es auch einfach wieder mit 30 Gramm, weil dann muss ich nicht erst wieder einen Taschenrechner auspacken. Ja, 33 Gramm haben wir jetzt drin, das tun wir jetzt nichts mehr raus, das passt. Ich habe den Tabak ein bisschen runter, dass der ein bisschen weit unten ist. Und dann, so meine Technik, wenn ich Liquid anmische mit dem Aroma, ich stecke das Ganze hier in die Spritze rein. So, dass es hier abgeschlossen ist und ich ziehe es auf. Vorher die Spritze noch ganz leer machen. Ausgerechnet habe ich jetzt mit 1,8 Milliliter. Das ist eine große Spritze, deswegen probiere ich mal, dass ich es recht genau treffe. Das ist 6% übrigens. Ja, es sollte 1,8 sein mit der Luftblase. Einen kleinen Schluck. Wird es ein bisschen intensiver. Dann einfach hier schön geschmeidig ein bisschen auf den Tabak drauf. Riecht schon wieder alles nach Pinkman. Lecker. Nicht. Und dann einfach schön hier ein bisschen durchgeknetet. Einfach einmal ordentlich durchgeknetet, den Zipper zugemacht, auf die Heizung gelegt, ein paar Tage warten und dann könnt ihr das Ganze geschmeidig rauchen. Und dann würde ich sagen, ja, angemischte Sorte, die ich vor ein paar Tagen angemischt habe, probieren wir jetzt mal aus. Ja, Freunde, wir haben euch jetzt gezeigt, wie wir das gemacht haben mit dem Pinkman Aroma und dem Tabak. Wir haben das Ganze schon mal vorbereitet, das ist gerade in der Shisha drinnen. Wir haben das jetzt einfach mal 2 Tage auf die Heizung gelegt, drei Tage, wegen einwirken lassen, auf der Heizung liegen lassen, weil wir wissen vom lieben Madden von Golden Smoke Tobacco oder GmbH. Golden Smoke GmbH, genau, Video verlinkt hier oben. Genau, die Video verlinken wir hier oben, wo man sieht, wie man Tabak hergestellt wird. Haben wir eben von ihm Rohtabak bekommen, der eben schon mit Molasse versehen war. Das heißt, er musste nur das Aroma ran. Und wenn an dem Tabak schon Molasse dran ist, braucht man das gar nicht mehr eine Woche einziehen lassen, sondern nur die Molasse einziehen, dauert ungefähr eine Woche, 1 bis 2 Wochen. Aber da der schon mit Molasse versehen war, haben wir einfach bloß das Aroma rein, den 2-3 Tage einziehen lassen. Und jetzt haben wir da mit ein Köpfchen gebaut. Und ich würde sagen, sagen wir gleich mal unser Fazit, ob das so geklappt hat. Du rauchst gerade hier schon fleißig. Ja, ich würde erst mal sagen, wir machen mal einen Geruch. Oder, so, na, ja, ja, nicht vergessen. Zum Setup übrigens, Till Shisha haben wir ja Video gemacht, haben ja dieses Video hier schon angespoilert. Können wir an dieser Stelle auch mal hier oben verlinken, das Till Shisha Video. Und für alle, die es nicht kennen, also ich glaube, jeder Dampfer unter euch wird ja Pinkman kennen. Pinkman Heisenberg, Vampire Vape. Ich denke, das ist eines der beliebtesten Liquids, die es gibt. Ja. Also. Und man muss dazu sagen, es ist ein Abo-Wunsch gewesen, der aus dem Livestream entstanden ist. Ja. Da haben wir gesagt, also die Leute zu uns gesagt, schon mehrere gefragt, macht mal Pinkman-Tabak, macht mal Pinkman-Tabak. Und jetzt haben wir es tatsächlich einfach mal ausprobiert. Aber jetzt mal ohne Abschweife zum Geruch. Oh, sorry. Das, ja. Also vom Geruch her, ich muss mal am Fläschchen riechen. So geil. Klar, Fläschchen riecht ein bisschen intensiver, ist auch Aroma, ist ja kein Liquid. Es kommt aber wirklich authentisch rüber. Man hat eine leichte Tabaknote dabei, eine sehr, sehr leichte, aber im Großen und Ganzen 1:1 Pinkman. Ist ja Pinkman.
Was soll man so sagen? Da ist Pinkman Aroma dran, es riecht 1:1 nach Pinkman mit so einer kleinen Tabakunternote, was ich wirklich sehr, sehr geil finde. Ja. Was soll denn eigentlich Pinkman sein an dieser Stelle? Das ist eine sehr gute Frage. Die Definition ist immer ein bisschen schwierig. Oder so, es ist ein Bärenmix, aber was genau drin ist und sowas, das findet man nirgendwo. Und was das Geile ist, es ist ein Bärenmix ohne Menthol. Ja. Also für alle Bärenliebhaber, ne? So viel dazu. So, jetzt würde ich sagen, Tobi, du rauchst gerade schon die ganze Zeit wie Weltmeister. Was sagst du zum Geschmack? Also wir rauchen das Ganze jetzt seit ungefähr 45 Minuten, würde ich jetzt sagen. Also der Kopf ist relativ schon nahe dem Ende, beziehungsweise die Kohlen sind am Ende. Dafür raucht es noch einigermaßen gut. Ja. Martin hat gesagt, am besten wäre so eine Woche einziehen lassen, dass wirklich komplett alles abgedeckt ist. Gut, 2-3 Tage auf der Heizung hin oder her. Aber ganz klar, so nach 10 Minuten kam dann schlagartig die Pinkman-Note. Ja. Hat so bis vor 10 Minuten ungefähr gehalten. Intensiv, also wirklich intensiv Pinkman. Und ihr habt es gesehen, man hat das Ganze mit 6% angefeuchtet, also beziehungsweise aromatisiert. Vom Geschmack her muss ich sagen, mir gefällt diese Tabaknote dazu. Am Liquid selber habe ich mich überdampft. Also ich dampfe das jetzt relativ selten, weil ich mich überdampft habe. Aber so vom Tabak her ist es eine ganz neue Art. Ich finde es interessant, es schmeckt wie Pinkman, jedoch mit einer Tabaknote dazu. Ich finde es geil an der Stelle. Und auch noch schöne Grüße an den Shisha Mike. Denn immer wenn wir mit dem unterwegs sind, ja, egal wo der ist, es stinkt immer nach Pinkman. Ich sag Pinkman. Ich sag immer Stinkman oder Stinkman dazu. Aber ja, mir schmeckt es als Tabak. Wäre eine Idee, vielleicht mal so einen Tabak irgendwo mal machen zu lassen. Ja, also ich habe das Ganze jetzt auch nochmal hier im Tröpfler drinnen. Ich ziehe es nochmal kurz. Ich habe davor ein paar Mal an der Shisha gezogen. Ich muss sagen, ich habe davon Pinkman auch locker schon 300-400 Milliliter weggedampft, weil es einfach echt eine der so geilsten Liquids ist, wo es gibt. Es gibt keine genaue Geschmacksdefinierung, aber trotzdem ist es einfach geil. Da gibt es keinen Abklatsch davon. Das ist einfach einzigartig. Muss man probiert haben. Ich muss sagen, in der Dampfe ist es ein bisschen intensiver, ein bisschen süßer, ist ja klar. Aber dafür finde ich bei der Shisha, wie der Tobi schon erwähnt hat, hat man so einen richtig geilen Grundtabak oder Tabakgeschmack dabei. Und das finde ich wiederum richtig, richtig geil. Also ich kann es einfach nur jedem ans Herz legen, einfach mal zu probieren. Tabak, Rohtabak von mir aus mit Glycerin oder Molasse. Ganz normal anfeuchten und einfach E-Zigaretten-Liquid dazugeben, beziehungsweise Aroma. Und es einfach mal ausprobieren. Bei uns hat es echt relativ gut geklappt. Ja. Es ist nicht ganz so intensiv, aber genauso wie es zum Beispiel Tobi hat sich überdampft mit Pinkman. Für ihn ist es perfekt, weil eben es nicht ganz so intensiv ist. Aber man schmeckt raus. Aber man schmeckt trotzdem raus, dass es Pinkman ist. Also hat wirklich unser Experiment geklappt. Man muss dazu sagen, die Aromen von Shisha-Tabak und von E-Zigaretten-Liquids sind eins und eins dieselben. Das sind alles Lebensmittelaromen. Es ist halt einfach nur ein anderer Träger. Bei der E-Zigarette ist es die Watte. Bei der Shisha ist es der Tabak. Genau, also würde ich sagen, Freunde, wenn ihr noch irgendwelche Wünsche habt, was wir noch für euch so mischen könnten, egal was es ist mit Tabak. Ich wäre für Red S hier. Egal was, haut's einfach mal in die Kommentare, vielleicht auch ein paar ausgefallene sagen, vielleicht können wir ja auch mal was anderes ausprobieren und Shisha-Tabak anderweitig anfeuchten, ne? Lasst mal Ich habe da noch so eine Idee, wir haben da noch so einen Knoblermix. Schreibt's mal in die Kommentare, Hashtag Knoblermix, wenn ihr Juli ein bisschen ärgern wollt, weil Juli hasst Knoblauch und wir haben den Tabak angefeuchtet mit 6 Jahre eingelegten Knoblauch, also längere Geschichte, werden wir in einem Video sagen. Der Juli hat gesagt, er zieht mindestens einmal. Also schreibt in die Kommentare Hashtag Knoblermix. Ich würde sagen, wenn mindestens 15 Kommentare mit Hashtag Knoblermix drin sind, dann machen wir die demnächst. 30 Likes. 15 Kommentare, 30 Likes, bin ich am Start. Okay, bitte Leute. Ansage. In diesem Sinne, Freunde, Experiment accepted, oder wie heißt es? Bestanden, accepted, keine Ahnung. Ist egal, auf jeden Fall, es funktioniert. Und wir hoffen, wir konnten den Abo-Wunsch ein bisschen erfüllen. Ihr habt es gesehen, es funktioniert. Und yes, wenn es nichts weiter zu sagen gibt, sind wir an dieser Stelle raus. Sascha, dein Part. Shisha ist kein Hobby, Shisha ist Leidenschaft. In diesem Sinne, macht's gut, haut rein und Servus!